Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. I'm gonna let the sun shine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. Gonna let the sun shine in the day. Hello und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Ich sitze heute nicht alleine und das ist das erste Video der neuen Kaffeeklatsch-Serie. Woohoo! Ich bin ein bisschen nervös. Blöd, dass ich keinen Kaffee trinke, ne? Ja, das macht nichts. Also normalerweise sage ich, dann können wir keine Freunde sein, aber das wage ich jetzt nicht. Okay, cool. Ich trinke dann sonst eine heiße Schoki oder sowas. Oh, Schatz, das hätten wir ja auch machen können. Na, alles gut. Okay. Ich sitze hier mit Stefanie Heinzmann. Die kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich finde deine Musik seit Jahren cool. Jetzt komme ich mit einem Glitch. Ich kenne dich von Stefan Raab. Das ist wahrscheinlich einfach so, man denkt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Nee, das ist schon so abgefahren. Man kennt das irgendwie, voll abgefahren, ne? Ja. Und es ist halt so lange her. Deswegen, das ist schon für mich auch... Wie lange ist das her? Das ist 11 Jahre her. Dein Ernst? Ja, und deswegen, boah, ich bin alt. Und deswegen, ne, also ich auch, oh, deswegen, krass. Das ist so krass, weil viele sagen, boah, ich weiß noch genau, ja, bei Raab, oh, weiß ich noch nichts. Ja. So, das ist 11 Jahre her und bei den Leuten ist das so 4. Ja, gefühlt. Genau. Also, ne? Ja. Du hast ein neues Album rausgebracht und eine neue Single. Und die neue Single ist im Grunde eigentlich fast ein bisschen der Grund, warum wir uns hier heute treffen. Weil ich die so schön finde. Die heißt Mother's Heart. Ich verlinke euch das alles auch mal in der Infobox. Und du hast auch einen YouTube-Kanal, ne? Ja, genau. Habe ich auch. Verlinke ich auch mal in der Infobox und in Instagram und Co. Ich finde in der Single sehr, sehr schön. Das spricht mich sehr an. Du singst im Grunde über Selbstliebe, kann ich das so sagen? Ja, total. Und ich finde es spannend, weil man, glaube ich, von außen oft denkt, jemand wie du, der auf der Bühne steht und der so Alben macht und in Interviews geht, dass das jemand ist, der damit überhaupt kein Problem hat, der sich super findet, der sich mag und der so auch mit sich selbst zufrieden ist. War das immer so? Würdest du sagen, dass du dich selbst liebst oder selbstbewusst bist? Es ist sehr phasenweise und ich glaube, das kennst du auch. Ja. Also wenn ich so an meine Vergangenheit denke, als ich... Vor 11 Jahren. Ja, also vor 11 Jahren, als ich so ein Teenager war... Boah, wie unsicher ich war, ne? Also ich fand mich nicht hübsch genug und nicht gut genug und nicht dies genug und nicht das genug. Wir erziehen uns ja so wahnsinnig zu so, am liebsten werden wir so Roboter, habe ich manchmal das Gefühl. Wir dürfen ja so gar nichts, wir selbst, ne? Wir müssen ja einfach hübsch sein und erfolgreich und auch fehlerfrei und einfach, das muss alles funktionieren. Und ich war da sehr ähnlich. Also ich habe mich so unter Druck gesetzt, aber ich bin jemand, ich habe das irgendwie früh gerafft, dass das falsch sein muss. Also, dass das irgendwie krank ist und habe mich sehr damit beschäftigt. Also, ich bin wirklich von einer Therapie zur nächsten gerannt. Krass, okay. Habe so Live-Coachings gemacht. Geil. Akupunktur-Kram, also ich habe so alles probiert, geil, was man probieren kann. Und ich saß in meinem Zimmer und dachte, wie mache ich das mit dem Selbstbewusstsein? Du so, okay, geil, Live-Coach. Und ich habe alles probiert, wirklich. Weil ich dachte, diese Unsicherheiten, das muss ja irgendwo herkommen. Ja. Und das ist meistens sind das so Muster. Ne? Ja, definitiv. Ich habe zum Beispiel immer so eine Situation, wenn Leute über mich lachen, bin ich 12. Oh Gott, ja. Bin ich wieder 12, ne? Dann bin ich 12, als ich damals gemobbt wurde. Und dann bin ich wieder, dann bin ich in so Mustern drin. Und das ist mir so bewusst, deswegen will ich das. Also, und ich bin halt der Meinung, dass man das angucken kann. Und ich habe daran wirklich gearbeitet. Deswegen kann ich jetzt sagen, ich bin gerade ganz schön happy mit mir. Yay! Yeah. Aber wenn du jetzt sagst, du wurdest gemobbt, wurdest du in der Schule richtig gemobbt? Ja, so viele Kinder, ne? Ich hatte Buffalo-Schuhe. Weißt ich du, auch. Aber ich hatte sie, als sie. Also bei uns waren die mal cool. Nee, so Fishbone-Hose und dann diese Buffalo-Schuhe. Und ich hatte die, als die ein halbes Jahr out waren. Ah, okay. Nee, bei uns waren die ganz schön. Also niemand hatte die. Und ich durfte die dann irgendwie, meine Mama hat mir die gekauft und dann wurde ich ein Jahr lang gemobbt. Oh nein! Aber du hast das durchgezogen, oder? Ich habe das durchgezogen. Immer wenn man sie hat? Ja, mein Gott, zu teuer, dass man die jetzt nicht mehr hat. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, ich habe jetzt diese Schuhe, ich gebe die nicht mehr her. Nee, aber das ist ganz lustig, weil ich würde sagen, dass ich eigentlich, also ich meine, ne, da war ich 12, das war jetzt auch nicht das totale Drama. Genau, in dem Moment ist es das totale Drama. Auf jeden Fall merke ich manchmal, so gibt es so Situationen, da bin ich dann wieder 12, aber ich kriege mich da wieder raus. Irgendwie das Gefühl, als Kind, wenn ich mich so zurückerinnere, fand ich mich eigentlich okay. Ja. Da habe ich nicht groß drüber nachgedacht, da war auch irgendwie egal, wie ich aussehe oder was ich kann oder auch nicht kann. Du hast halt, machst dir keine Platte, du probierst aus, genau, und dann, ach, vielleicht sollte ich mal malen. Guck mal, Mama, ich habe ein Krokodil gemacht. Es sieht aus wie ein Auto. Okay, malen kann ich mal nicht. Aber es ist nicht schlimm in dem Moment. Und dann kommt, also bei mir kam dann so in der Pubertät plötzlich der Punkt, wo ich dachte, okay, ich sehe irgendwie nicht so schlank aus wie die und meine Haare sind nicht so schön wie die und die ist viel klüger als ich und die ist viel mutiger und so. Und man vergleicht sich krass, ne, mit jedem Einzelnen. Ja.
Und wir sind ja auch noch, wenn ich das so sagen darf, die Generation, die nicht mit Social Media aufgewachsen ist. Ich frage mich, wie die Mädels und die Jungs das heute machen. Ganz weil man da ja noch mehr sozusagen auch anhand von Zahlen vergleichen kann. Mhm. So, der hat mehr Likes als ich und so weiter. Das Unlogische aber an diesem Vergleichen ist, also wir vergleichen uns ja erstmal mit Leuten, die nichts mit uns zu tun haben. Ja. So eigentlich. Ne? Ja. Natürlich, wir kennen die, aber die sind weder gleich aufgewachsen wie wir, noch hatten die gleichen Eltern, die gleichen, also nichts ist gleich an denen. Ja. Und dann vergleichen wir uns ja nur, wie du gerade sagtest, so, oh, die hat schönere Haare. Genau. Und die hat die schönere dies. So die Einzelteile, die wir gut finden. Das müssten wir dann im Kompletten. Dass alle anderen drumherum genauso ihre Macken haben, ihre, das sehen wir gar nicht. Die sind einfach super. Ich glaube auch, in dem Moment sind die Macken von den anderen nicht so schlimm. Richtig. Weil man selber irgendwie denkt, oh Gott, ja, aber oh, manchmal sage ich so blöde Sachen. Und ich war auch noch so ein schrecklicher Spätzünder. Das heißt, ich habe als letztes Brüste gehabt. Ja. Ich fand Jungs uninteressant. Mhm. Aber wir treffen uns heute Abend in der Busse. Was macht ihr denn da? Können auch zu mir kommen, ich habe einen Nintendo 64 gespielt. Was? Und ich war wirklich, irgendwann war ich voll raus, weil alle so schon erwachsen geworden sind. Und dann bist du wirklich auch an dem Punkt, wo du denkst, bin ich nicht richtig? Ja. Bin ich nicht okay? Man hinterfragt alles. Also ich finde auch, wir haben uns irgendwie dazu erzogen, wahnsinnig streng zu uns zu sein. Voll. Und ich versuche, das ist ganz lustig, weil ich versuche ganz oft, mir genau das vorzustellen. Also wenn ich dann so zu mir so streng bin, dann versuche ich mir vorzustellen, dass ich nicht ich bin. Okay. Also dann gehe ich so einen Schritt zurück und denke mir so, wie wird das jetzt gerade jemand anderes über mich sehen? Und denke immer so, oh, du nervst. Ne? Es ist so Quatsch, was du da gerade tust. Das mache ich aber im Grunde, um mir zu helfen. Also manchmal versuche ich in einer Situation, wo ich so unzufrieden bin, weil ich irgendwas gesagt habe mal wieder oder irgendwie was gemacht habe, wo ich denke, ich bin so ein Tollpatsch Scheiße, dann versuche ich immer entweder zu sagen, okay, wenn ich jetzt meine beste Freundin wäre, wie würde ich das sehen? Oh, ich habe wieder nicht den ganzen Tag, also ich bin nach Hause gekommen und habe nicht mehr produktiv irgendwas gemacht, ich habe mich auf die Couch gesetzt, ich blöde Kuh. Dann stellst du fest, wie lächerlich das ist. Genau, und deine beste Freundin wird sagen, du warst aber auch fleißig den ganzen Tag, ruh dich doch mal aus. Ja, und das ist schon, oder auch in Momenten, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich bin auch so ein Typ, ich kann schlecht Nein sagen. Ich lass gerne auch, ich bin auch gerne für andere da, aber manchmal trifft man eben auf Leute, die das dann gerne nutzen. Mhm. Und in Situationen, wo ich merke, okay, das ist jetzt wieder so ein Fall, da will mich jemand ausnutzen, aber ich weiß nicht, wie ich sage Nein. Da komme ich dann sozusagen, ich glaube, das ist ein freudscher Gedanke oder so, aber dann komme ich darauf, dass ich überlege, wie würde ich jetzt mich als Kind beschützen? Oh, das da hilft es auch wieder so, aus sich rauszugehen, zu sagen, ich bin jetzt nicht die Erwachsene, sondern ich bin das kleine Kind, was da steht und eben 12 ist und denkt, oh Gott, was soll ich machen? Und es ist jetzt mein Job, dieses Kind zu beschützen. Oh, das ist süß. Das hilft auch total. Das ist voll der gute Trick. Ja, das ist echt gut. Das merke ich mir mal. Da hat man nämlich dann wieder, kann man seinen Beschützerinstinkt und seinen anderen helfen wollen. Sehr plötzlich gut. Ist auch ein bisschen schizophren. Nee, das ist ganz schön clever. Man muss ja, das ist ja das Krasse, so, das Hirn ist halt so komplex. Voll, ne? Und das müssen wir uns manchmal, glaube ich, einfach bewusst werden, dass wir sind so unfassbar komplexe Wesen. Oh, und das ist halt alles gar nicht so simpel, so, naja, ich bin halt nicht so gut. Und ne, also da ist so, steckt so viel dahinter. Und dieses sich selber lieben, das ist echt in der Zeit heute ganz schön harte Arbeit. Also das, also ich kann nur von mir sprechen, ne? Aber ich merke, wie das so über die letzten Jahre, wie ich da immer dran gearbeitet habe. Und das Schöne daran ist, mein Hirn rafft das so langsam. Also wirklich, ne? Man kriegt das so antrainiert. Wie so jonglieren. Das ist so langsam, geht das so über. Ja. Und ich merke, dass wenn ich in so Situationen, also ich sage nicht, dass ich gewappnet bin vor Situationen der Unsicherheit. Das ist das man niemals. Nee. Aber es fällt mir jetzt leichter, in dieser Situation mich da wieder rauszuholen. Ja. Genauso mit so Tricks, wie du sagst. Genau. Ne? Also ich bin dann halt jetzt das kleine Kind, das muss ich beschützen. Ja. Und das sind halt genauso so Sachen, die muss man sich so antrainieren, um sich da wieder rauszubekommen. Gerade wenn man sie trainiert hat, dann kann man sie abrufen in dem Moment. Total. Wenn du in der Situation bist und denkst, okay, ich bin jetzt das kleine Kind, okay, ich gebe auf. Ja, das musst du vorher schon irgendwie im Kopf haben. Richtig, genau. Und das, glaube ich, muss man auch üben. Und da muss man leider auch immer wieder dran scheitern. Aber man lernt es. Definitiv. Und das lohnt sich halt total. Diese Arbeit mit sich selber und dieses Reflektieren, das ist... Das lohnt sich so. Und der Witz ist, glaube ich, wenn man anfängt und sagt, okay, ich möchte irgendwie selbstbewusster werden. Ich hatte immer das Gefühl, da muss was von außen kommen. Ich muss irgendwas machen, dass jemand von außen sagt, hast du toll gemacht. Und ich habe super viel Theater gespielt, auch in einer kleinen Stadt. Und da hast du ja schon auch mal irgendwie die Freunde von Eltern, die du dann triffst. Mensch, ich habe dich gesehen, voll cool. Mhm. Das hat nie was mit mir gemacht. Ich dachte immer,
Aber es hat nie gemacht, dass ich dachte, oh cool. Dann ist ja gut. Ja, dann, eigentlich bin ich ja super. Sondern ja. Es kam dann wirklich irgendwie mit der Erfahrung wahrscheinlich auch, ja. Dass man durch Situationen geht, die schwierig sind oder Herausforderungen meistert oder wirklich auch mal scheiß Lebenszeiten hat, wo man denkt, alles ist mistig. Und wenn man dann da rauskommt und sieht, warte dann mal. Dann ist man stolz. Ja, ne? das hab ich echt gut gemacht. Voll, ja. Und dann kommt auch der Punkt, wo man irgendwie realisiert, ich habe auch Schwächen, aber ich kann auch manchmal echt ganz gut rocken. Ich merke jetzt auch so dieses 30-Werden, wie schön das eigentlich ja. ist, so, ne? So zurückzugucken und zu denken, so, ach, ich wurde echt ein paar Sachen besser. Ja. Also es ja. gehen echt Sachen einfacher. Ja. So, ne? Meine Omi hat damals zu mir gesagt, als ich 30 geworden bin, damals. Damals? Vor 3 Jahren. meine Omi so. Ich gut gehalten. Finde ich auch. Danke. Ja, aber dann meinte meine Omi, ah ja, nochmal so 17, 18 sein. Und da habe ich gedacht, nee, irgendwie nicht. Nee, ne? Also mit 17, 18 war ich unsicher, ich war nicht glücklich mit mir, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich weiß nicht wohin. Ja. Alle hatten irgendwie in meinem Umfeld gefühlt eine Idee, wo sie hinwollen ja. und ich irgendwie nicht so. Mhm. Und ich würde nicht mehr tauschen wollen. Also nee, ich bin auch dankbar für diese Lebenserfahrung, die dann so mitkommt. Vielleicht sagen wir in 10 Jahren was anderes und sagen, doch nochmal 30 sein. Aber jetzt gerade denke ich, oh nee, ist eigentlich ein schönes Alter, ich fühle mich sehr wohl damit. Ich fühle mich auch total wohl. Ich muss auch wirklich sagen, dass so diese, ja, dieses Zurückblicken auch irgendwie schön ja. ist, ne? Und so zu merken, man ist halt so die nächste Version von sich selbst. Genau. Man geht durch Phasen. Ja, voll. In seinem Leben geht man so die ganze Zeit durch Phasen. Wenn es scheiße läuft, es wird nicht scheiße bleiben. Ja. Wenn es gut läuft, es wird auch nicht gut bleiben. Das ist ein ne? wichtiger Punkt. Also es ist so, also es ist okay. Es ist einfach okay. So, nimm das, was gerade da ist. Genau. Nimm das Beste daraus raus, aber es wird sich sowieso ändern. Richtig, ja. Und mir gab das sehr viel Vertrauen. Ja. Mir gab das viel, ich konnte das irgendwann, konnte ich das so akzeptieren und annehmen und dachte so, ach ja, dann. Das ist so eine Gelassenheit irgendwie, ja. die kommt. Ne? Dass man plötzlich sagt, mich ja gar nicht so stressen. Richtig, ne? Genau. Ja, gucken wir mal, ob das jetzt klappt, mal schauen. Richtig. Also als wir jetzt zum Beispiel, wir haben lange in Berlin gewohnt und haben jetzt gesagt, okay, wenn jetzt das Kind kommt, wir ziehen wieder zurück in die Heimat ans Meer. Und da hast du sofort auch natürlich Leute, die sagen, oh, bist du sicher? Und hier in Berlin sind ja auch die Jobsachen und ob du dann da einsam bist und so weiter. Und irgendwie war ich auch so, dass ich dachte, ja, aber es zwingt mich ja keiner. Richtig. Ich finde es da schön. Ich finde, jetzt ist es der richtige Schritt. Und wenn wir feststellen in 2, 3 Jahren, irgendwie ist es das doch nicht, hindert mich niemand daran, die Sachen wieder einzupacken und umzuziehen. Das ist genau und das. Ich habe das vorher irgendwie, konnte ich das nicht so gelassen sehen, weil ich dachte, wenn ich mich das dafür entscheide, dann ist das das. Ja, ne? Ich glaube, viele Leute haben dann Angst vor der Veränderung. Ja. Und dabei ist man, also da alles verändert sich die ja. ganze Zeit. So, ne? Und ich kann auch verstehen, dass Leute manchmal zum Beispiel, ne, der Job geht auf den Keks, ja. man fühlt sich nicht mehr wohl, aber man hat auch Angst, ihn zu verlassen, weil alles dran hängt. Ja, ne? Also man hat so das Gefühl, die ganze Welt hängt daran. Ja. Das genau. ist ja wirklich so Todesangst, ja. die da kommt. Voll, ne? Man, so völlige Versagensangst. Und ich glaube, wir müssen da einfach tatsächlich, so schlimm es klingt, Verantwortung übernehmen. Voll, ne? ja. Wir entscheiden, was für ein Mensch wir sind. Ich habe vorhin gerade gesagt auch, ne, ich bin jetzt echt gerade 7 Wochen unterwegs und bin teilweise so ein bisschen, gehe ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Aha. Und ich muss dann auch lachen. Ich habe mich und gestern kein Kaffee, wie machst du das? Ich habe mich zum Beispiel gestern so geil über meinen Koffer aufgeregt. Ne? Ich habe da echt so drauf getreten. Und das ist so lustig, weil ich null aggressiv bin eigentlich. Ne? Man erkennt sich fast nicht wieder. Ja, man denkt so, was ist denn los? Aber ich muss jetzt wirklich lachen. Also ich musste wirklich lachen, weil ich merke, ich treffe die Entscheidung, wie ich ja. hier gerade damit umgehe. Das kannst du nicht sagen. Du hast echt ein Hormonproblem und das ist was ganz anderes. Mein armer Mann muss das aushalten. Aber ich glaube, so mit Stress grundsätzlich, ja. die Entscheidung treffen wir. Ja. Die treffen wir ganz klar. Lasse ich mich jetzt mega stressen, heul ich rum, finde ich alles scheiße? Oder gucke ich mal kurz, was ist denn eigentlich ist toll so an der Situation? Ja, genau. Weil ich kann mir jetzt auch überlegen, so, oh, ist das anstrengend, 7 Wochen, ich bin todmüde. Mhm. Oder ich kann mir sagen, krass, ich habe 7 Wochen lang Leute gefunden, die über mein Album sprechen wollen. Das ja. ist ja großartig. Ja, also, ne, und das verändert so viel in einem. Aber die Entscheidung muss ich halt treffen. Ja, und es ist so leicht, immer anderen die Schuld zu geben. Voll. Ja, ist so anstrengend, ne, die anderen. Ja. Und der ist schuld und dann der Chef ist auch so. Mein Mann ist ja so schön norddeutsch, der hat immer mal rausgehauen, naja, du aber in 40, 50 Jahren bist du eh tot. Okay. Und es war auch in so einer Situation, wo ich gerade so ein, oh, es geht gar nichts und nach dem Studium und ich finde keinen Job und so. Und er haut das so raus und ich so, das ist ganz schön cool. Man regt sich erst drüber auf. Ja, aber ich habe dann verstanden, dann, was er meint. Genau, und dann denkt man plötzlich, diese Entscheidung, stimmt, ob ich jetzt ne? das Praktikum mache oder nicht, ist in 50 Jahren sowas von egal. Völlig niemanden durch, interessiert ne? das. Habe ich da jetzt Bock drauf oder nicht? Das ja. ist jetzt aktuell die Frage. Und wenn man sich auch mal so überlegt, wie viele Situationen gibt es, über die du jetzt so herzlich lachen kannst, ja. die absolutes Drama waren. Ja, also du dachtest,
es geht nicht mehr schlimmer. Ja. Und jetzt guckst du, keine Ahnung, teilweise ja schon ein halbes Jahr später, ein Jahr später, vielleicht 10 Jahre später, guckst du zurück, oder 11 Jahre, also gestern, und denkst, abgefahren, war nix. Also es war einfach nicht schlimm. Ja, ne? Und ich glaube, da müssen wir manchmal, bevor man so reagiert und die Emotionen so zulässt, einfach so mal so kurz stopp, okay, einen Schritt zurück. Ja. Ah ja, verstehe. Also eigentlich so, meiner Seele geht's gut. Ja, ich bin gesund. Ich bin gesund. Das sind coole Leute. Naja, also wenn das jetzt schief geht, dann werde ich wahrscheinlich im besten Falle noch was draus lernen. Ja, richtig. Also ne, so ein bisschen geduldiger mit dem allem drumherum zu sein. Das ist auch was ich echt lange nicht verstanden habe, dass wenn ich was ausprobiere, wenn ich sage, okay, das ist eine Situation, da habe ich jetzt Schiss vor, aber ich würde das gerne machen. Zum Beispiel, oh, ich würde gerne mal ein Buch schreiben. Aber was ist denn, wenn es keiner liest? Und was passiert denn? Und dann, naja, und irgendwann habe ich gedacht, na, warte mal, aber wenn du ein Buch schreibst, hast du ein Buch geschrieben. Oder? Und wenn es dann nicht läuft, dann hast du zumindest nichts verloren, du hast was gelernt. Mhm. Man hat ja nichts zu verlieren. Voll. Es gibt Situationen, wo man denkt, ja, es hätte besser laufen können, aber letztendlich mit so viel Lebenserfahrung, ich habe mehr gelernt aus den Situationen, die schiefgegangen sind. Das ist ja so, also wenn du nur am Strand liegst und die Sonne scheint dir auf den Hintern, lernst du nur, dass du vielleicht Sonnencreme brauchst, aber sonst ja nichts. Also, ne, und dann lernst du auch aus der Verbrennung, nicht aus der Sonne so. Also du kannst nur weiterkommen, wenn sich dir was in den Weg stellt, wenn du Wege finden musst, wenn du kreativ sein musst, wenn du dir überlegen musst, so okay, wie reagiere ich? So ein bisschen actionspielmäßig, so, ne? So ein Jump'n'Run. Kennst du das auch? In meiner Klasse damals waren so ein paar von den Beliebten, die ich eben auch so toll fand und die tolle Noten hatten und so weiter. Das sind die Leute, die jetzt Sachen machen, wo ich denke, ja, okay. Und die, wo du es gerade sagst, sind die, die eben nicht gut ankamen, die irgendwie gemobbt wurden, auch in der Klasse, sind die, die jetzt so geile Sachen machen? Die mussten echt über die Bücher, ne? Die mussten sich mit den Konfrontationen irgendwie auseinandersetzen. Weil die zwar in dem Moment eine beschissenere Zeit hatten, aber die haben eben durch dieses Hin und Her viel mehr gelernt und somit viel mehr Kraft und Motivation rausgegangen. Als ich das Ding gewonnen habe, ich hatte, das ist ja so lustig, ne? Ich habe mich da vorgestellt, es gab so ein Teaser-Video und man musste so, hallo, ich bin Stefanie und irgendwas über sich sagen. Hallo. Und da habe ich gesagt, ne, so in meinem Schweizer noch überhaupt nicht schönen Deutsch und so, ich war super, ich hatte so Angst. Ne? Und ich habe so in die Kamera geguckt und so, hallo, ich bin Stefanie Heinzmann und ich habe vor allem und jedem Angst. Keine Ahnung, was habe ich gesagt? Und ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt denke ich darüber nach und denke so, wie bin ich denn darauf gekommen? Was habe ich denn geritten? Das war wahrscheinlich zu der Situation gerade. Du hattest ja auch Schiss. Und das war genau das. Ich hatte so Angst, weil ich dachte so, der da hinter der Kamera, der will mir was Böses. Und die auch, die mir Fragen stellt. Und die wollen sich alle über mich lustig machen. Ich glaube, bin ich wieder 12. Das Tolle war, irgendwie hatte ich so auch so den Background von meiner Familie und meinen Freunden, dass ich dachte, ja, dann scheiß drauf, dann macht euch lustig über mich. Ich mach das jetzt. Ja, so, ich keine Ahnung, ich mach das jetzt einfach. Und das war so gut, das, ne, so zu denken so, ach, fuck it. Ja. Wir machen einfach das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Richtig. Auch wenn es ganz schlimm wird. Ist es ja Gott sei Dank nicht. Genau, es war ja nie schlimm. Wir haben jetzt viel über so das innere Selbstbewusstsein gesprochen. Gab es auch Situationen, wo du dich äußerlich nicht schön fandst oder damit Probleme hattest? Ja, ich hatte, als ich ein Teenager war, war ich ein ganz schöner Junge. So äußerlich. Ich fand mich, ne, also ich war auch so ein bisschen, also nicht mal Tomboy, Spätzünder, würde man wahrscheinlich sagen. Ja, ich war nicht mal ein Spätzünder, sondern ich hatte einfach keine großen Brüste. Ich hatte keinen Wahnsinn, also das war nicht viel Weibliches an mir dran. Da hatte ich voll Probleme mit, weil ich dachte dann so, alles was pink ist, ist blöd und dann, ne, ich will ein Junge sein, aber ich will ja eigentlich, stehe ich hier auf Jungs. Ich war völlig verwirrt so, ne, also man, das war total überfordernd. Und habe dann irgendwann mit der Zeit, aber es hat mich schon lange, also lange Zeit gekostet, gemerkt, so krass, meine Weiblichkeit macht doch ich. Richtig, die macht doch keinen An. Also ist doch völlig egal, wie groß diese Brüste sind. Ja, das macht mich doch nicht zur Frau oder nicht. Ja. So. Aber das hat mich Zeit, das hat Zeit gekostet. Ja. Das hat länger auch gedauert bei mir als das Innerliche. Ja? Ja. Also wahrscheinlich zum einen, weil ich Spätzünder war, aber ich hatte genau das andere Problem. Ich habe bei nun schon auch ein bisschen Arsch und Hintern und und Brust und so. Und ich habe dann immer gedacht, oh, ich beneide die Mädchen, die diese Tops anziehen können ohne BH. Und die wirklich? Weil ich dann immer dachte, oh, ich finde es so schön, wenn so eine kleine Brust, das ist dann so schön sportlich und das sieht viel schöner aus. Und ich dann mit den Dingern und ständig gucke das an, dein T-Shirt ist runtergerutscht. Ach ja, genau, mein Ausschnitt. Aber ich glaube, das ist eben auch so der Punkt, als ich begriffen habe, dass egal, was an meinem Körper ist,
ich finde immer das schön, was ich nicht habe. Genau, also man will ja immer das haben, was man nicht hat. Mein Management, also ich meine Tina hier, die seht ihr nicht, aber die hat den krassesten Lockenkopf der Welt. Ne? Und ich denke mir jeden Morgen, denke ich so, wie zum Teufel, du blöde Kuh, wie kann man so schöne Locken haben? Ne? Ich finde die auch toll. Oder? Und das ist ja großartig. Und sie hasst ihre Locken. Sie will einfach glatte Haare haben. Was? Und du denkst so, das gibt's schon nicht. Da ist jetzt jemand, der sich in den Haaren rumspielt auf Kamera. Weil irgendwie merkt man ja dann auch also stimmt, die Relation ist die falsche. Also ne, es ist, der Blickwinkel ist der falsche so. Ich hatte mit 18 einen Bandscheibenvorfall, also zwei mit 18 und dann mit 20. Und habe viele Medikamente genommen und das war ja genau in der Phase, dass man eigentlich möchte man so hübsch sein, aber hat so Schmerzen, dass man denkt so, kann mir jemand dieses Bein abnehmen? Von dem wie ätzend, dann hast du den ersten hinten mit 18 hinter dir und bist gerade irgendwie wieder okay und dann kommt der zweite. Richtig, und der zweite kam lustigerweise, ne, das kann man 10 Jahre später sagen, kam an dem Abend, als ich die Castingshow gewonnen habe. Dein Ernst? Ja, und dann geht das natürlich so, ne? Auf der einen Seite ist man so, ja, das Leben geht los. Und auf der anderen Seite ist so, nach jedem Gig auf die Krankenliege und Füße hoch. Auch da möchte ich keine Sekunde von missen. Ja. Weil wenn ich etwas gelernt habe, ist, ne, wir haben dieses eine Leben geschenkt bekommen. Mhm. Diesen einen Körper. Ja. So, und der ist halt einfach so, wie er ist. Ja. Und ich mache mir immer wieder bewusst, was für krasse Sachen der leistet. Ja. Ne? Also jeden Tag, ich meine, da schlägt so ein Herz, das macht das einfach. Das pumpt jeden Tag einfach Blut durch meine Adern. Das wiederum holt sich den Sauerstoff aus meinen Lungen. Also es ist so ausgecheckt. Ja, ne? Ich habe da so glitschige Dinger in meinen Augen, die sehen einfach. Also meine jetzt nicht so gut. Meine auch nicht. Aber trotzdem, ne? Also wir hören, wir sehen, wir schmecken, es ist so abgefahren, was dieser Körper alles kann. Es ist so fies, den einfach auf Äußerlichkeiten zu reduzieren. Voll. Einfach zu sagen, du bist super perfekt, ich danke, dass ich leben darf, aber deine Nase, also die ist Oh Gott, schon, Nase, also, hör bloß auf. Jetzt habe ich einen wunden Punkt getroffen, das habe ich nein, überhaupt nicht. Weil ich hab es vorhin auch schon zu Hella gesagt, ich habe ganz lange fand ich meine Nase ganz schrecklich. Warum? Weil, von der Seite, ich filme jetzt auch übrigens mit der falschen Seite, von der Seite habe ich einen Huckel auf der Nase, richtig groß, und von der Seite nicht. Und ich habe als Kind immer gedacht, sobald ich 18 bin und Kohle habe, lasse ich die Nase machen, auf jeden Fall. Da lasse ich sofort die Nase machen. Und dann bin ich 18 geworden und dann ist mein Opi am Strand umgefallen und hat im Koma gelegen. Oh. Und es war auch klar, dass er es nicht schafft. Also das ist jetzt sozusagen, wir warten ab, dass er stirbt. Und ich bin halt jedes Jahr, jeden Tag ins Krankenhaus und habe vorgelesen und habe mich immer so zu ihm aufs Bett gekuschelt. Und irgendwann schnalle ich, als ich so neben ihm lieg, der hat meine Nase. Oh, ist das süß. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, warte mal, also das ist ja nicht, wenn ich die jetzt machen lasse, dann ist es nicht mehr die Nase. Oh, und die habe ich von dem. Ja, ich hab die von, das ist eben auch so, ich liebe meine Großeltern. Oh. Und wenn ich da so in den Spiegel gucke und Sachen entdecke, wo ich so denke, die sind so unperfekt, aber oh mein Gott, das ist wie von meinem Opi oder das ist wie von meiner Omi. Und das hilft mir total, auch das zu lieben und zu sagen, ja, da ist ein Huckel, aber verdammt, das ist halt der Huckel, den mein Opi mir mitgegeben hat. Und er ist nicht mehr da, aber ich kann mit dem Huckel so rumlaufen. So schön. Ja. Oh Gott, ist das Das hilft auch total, finde ich. Und das hast du ja im Grunde auch in dem Video von der Single so ein bisschen drin gehabt, dass du auch gesagt hast, letztendlich hilft dir der Gedanke, unterbrich mich, wenn ich das falsch sage, aber hilft dir der Gedanke, dass deine Eltern nicht einfach bedingungslos lieben. Voll. Und wenn die das können, warum solltest du das nicht können? Ich habe mich so gemacht. Ja. So, ne? Und glaub mir, das ist nicht einfach. Oh Mann. Oh je. Ja, aber das ist, also ich meine, und das ist ja auch das Ding, ne? Du hast dieses Kind in dir und ich meine, das ist ein Teil von dir. Ja, so. Und wenn das jetzt in 15 Jahren zu dir kommt und sagt, Mama, ich bin super scheiße und nichts wert, denkst du echt so, ich habe dich doch so gemacht. Ja, ich kann doch nicht anders. Ja. Ich habe dir meine Nase gegeben und mein alles, was ich habe. So. Ja. Früher habe ich immer gedacht, ich hoffe, dass meine Kinder mal nie durch diese Phase gehen müssen. Und jetzt denke ich, aber es hat mir ja so viel beigebracht. Total. Und selbst wenn Bono irgendwann kommt mit 15, 16 und sagt, ja, die Mädchen finden mich doof, was weiß ich, dann weiß ich, das ist jetzt eben die Phase, in der du viel lernst. Da kannst du als Mama oder als Eltern wahrscheinlich auch nur dastehen und unterstützen, so gut du kannst. Aber letztendlich die Erfahrungen und diese Gedankengänge muss dein Kind auch alleine schaffen. Ich finde auch, ich habe in dem Album jetzt, ist ja All We Need Is Love, ne? Also was wir brauchen ist Liebe. Und es ist auch wirklich diese Liebe für auch diese Unsicherheiten. Ja. Also weil das ist ja, was sie vorhin meinte, so dieses Hirn, das ist so komplex und wir müssen dahin. Ja. Ich war mit 27, war ich in dem krassesten Loch meines Lebens. Also ich war echt so... Das hatte ich mit 25. Oder aber irgendwann so zwischen 20 und 30 kommst du in so ein... Also fährst du vor so eine Mauer und denkst plötzlich, mein Leben ist nichts wert. Krass.
wohin? Ich habe nichts geschafft. Ich habe nichts hingekriegt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wohin mit mir. Ich kann nichts. Alles ist scheiße. Ja. Und das ist so ernst gemeint in dem Moment, ne? Und alle Leute drumherum sind so. Aber du hast doch. Und du hast doch eine erfolgreiche Sängerin auch, ja? Und du bist doch, hast doch eine Familie und alles. Und du denkst so. Ist in dem Moment so schrecklich. Ja. Aber die ist so wichtig, voll. Sich zu hinterfragen, sich zu entscheiden. Was für ein Mensch will ich sein? Warum bin ich gerade unhappy? Richtig. So, was ändere ich daran? Warum will ich das ändern? Und im Grunde das, was du auch gesagt hast, es kann ja nicht immer nur alles super sein. Richtig. Und ich glaube, ich würde auch nicht zu schätzen wissen, dass es jetzt gerade alles cool ist, richtig, wenn ich nicht durch diese Phasen gegangen wäre, wo ich genau weiß, da, ich war auch schon richtig, also es war schon mal richtig scheiße. Schon mal richtig scheiße. Richtig scheiße. Und das Tolle ist, sich selber immer wieder zu beweisen, so, es wird auch wieder gut. Ja, richtig. Weil jedes Mal wird es wieder gut. Und auch das, was du dann gesagt hast, es wird aber auch nicht immer gut bleiben. Das heißt, ich jetzt gerade genieße ich das total, aber mir ist bewusst, dass es jeden Tag vorbei sein kann. Es kann jeden Tag so sein, dass keine Sau mehr diese YouTube-Videos gucken will. Und das ist aber nicht schlimm, weil ich habe es geliebt, ich liebe das total, ich mache das wahnsinnig gerne. Und wenn es mal vorbei ist, dann sage ich, gucke ich zurück und denke, hey, das war echt eine gute Zeit. Voll. Und ja. Das macht dich nicht zu einem wertlosen Menschen. Nein. Es macht dich nicht, es macht auch die Arbeit, die du jetzt machst, nicht wertlos. Richtig, genau. Sondern die ist jetzt wertvoll. Ja. Who knows? Ich meine, wer, keine Ahnung, ob in 10 Jahren irgendwer. In 11 Jahren. Also ich schon. Deine Musik hören auf jeden Fall. Wahrscheinlich kann man das so zusammenfassen, dass man sozusagen in den 20ern sich findet, Ende der 20er vielleicht gefunden hat und anfängt zu akzeptieren und in den 30ern fängt man an, wieder neu zu sortieren. Oder? Da geht der Scheiß von vorne los. Und es geht immer wieder von vorne los. Und ich glaube, dass das Mutigste, was man machen kann, ist einfach hören. Ja. Einfach hören, was glaube ich, ist für mich richtig. Ja, und meistens sind es so die ersten Gedanken zu einer Sache. Ja. Ab dann kommt Hirn. Ja, und dann muss man wieder, ja genau, halt mal die Klappe. Alles, was du für richtig hältst, ist auch richtig für dich. Ja, genau. Mit Fehlentscheidungen und... Vor allem mit Fehlentscheidungen. Richtig, allem. Alles gehört dazu. Und es ist großartig. Es macht Spaß. Oh Gott, ich bin motiviert ohne Ende gerade. Wir haben uns voll hochgeschaut. Ja, das ist so geil, lass es. Du kannst noch mal 7 Wochen. Ja. Ich mach noch mal 7 Wochen. Da drüben schon so, okay, alles klar, ich plan das mal kurz. Mit ihren hübschen Locken. Ja, genau, da ist sie wieder. Das hat Dankeschön. Super viel Spaß gemacht, dass du da warst. Tausend Dank. Mir Leute, auch. Ohne Scheiß, hört euch das Album an. Vor allem die Single. Ich packe das alles in die Infobox. Dankeschön. Ich bin weiterhin Fan. Es ist so doof, weil man jetzt irgendwie neben dir sitzt und denkt, okay, du bist ja auch ein ganz normaler Mensch, aber ich bin so, oh mein Gott, ich liebe deine Musik. Dann reißt sich zusammen. Aber ich liebe deine Musik. Also wenn ihr dann, Dankeschön. Wenn ihr auch so ein Freak werden wollt wie ich, guckt in die Infobox. Und ansonsten passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Yay.